Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute einmal mitnehmen dabei, wie ich ein neues Album bastel. Ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe jetzt schon mal den Buchrohling bzw. die Grundlage gebastelt. Das ist eigentlich nur Pappe, die ich wieder mit einem Druckerpapier bespannt bzw. beklebt habe. Da habe ich mich jetzt diesmal für rosa entschieden. Und habe eigentlich nur die Seiten gemacht, bei dem dann jeweils die Rückseite komplett, weil das dann außen ist und das hier ist innen, das wird ja sowieso beklebt. Außen beklebe ich auch, aber ich finde, es ist irgendwie wichtiger, dass es von außen sauber aussieht. Und genau, das also so zu dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Die drei Teile füge ich jetzt natürlich noch zusammen. Da nehme ich auch einfach nochmal so ein bisschen Papier und klebt das so drüber, also auf der Rückseite jetzt quasi da drunter. Und dann steht der Rohling auch schon. Und jetzt habe ich mir auch schon ganz vieles buntes Papier rausgesucht, womit ich gleich die Seiten mache. Da werde ich euch dann auch mitnehmen. Das Ganze mache ich dann aber in Zeitraffer und lege Musik drunter. Und dann gucke ich mal, wie weit ich heute komme mit dem ganzen Album. Genau, also ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und dann melde ich mich wahrscheinlich nochmal gegen Ende, wenn ich dann fertig bin, beziehungsweise meinen Zwischenstand zeige nochmal. Just to get alive.
So, ich melde mich jetzt einmal zurück. Ich bin jetzt mit dem Album Rolling fertig. Ich habe auch noch ein paar Bänder und sowas dazu gemacht. Also schon mal ein bisschen angefangen zu dekorieren, aber wirklich nur so die Grundlagen. Und das wollte ich euch jetzt einmal kurz zeigen. Also das ist das Cover, das habt ihr ja schon gesehen. Zwischendurch ist übrigens mein Akku leer gegangen, darum habe ich jetzt nicht alles mitfilmen können. Aber ich habe dann trotzdem schon mal weitergemacht. Also hier seht ihr schon so ein bisschen Band. Das habe ich einfach so ja, einmal zur Deko gemacht und zur Stabilisierung des Buchrückens. Weil hier diese zwischen... Das Papier ist relativ dünn. Genau, wenn man es aufschlägt, ist das die erste Seite. Da habe ich noch ein bisschen Spitze mit reingeklebt, weil das hier relativ unschön aussah mit dem Heißkleber. Da habe ich hier oben eine Tasche eingebaut. Die komplette Seite, die ist sehr, sehr groß, da passt also viel rein. Das ist die nächste Seite. Tut mir leid mit dem ganzen Schatten und dem Licht, das ist mir schon während des Films aufgefallen. Das ist nicht so toll in dem Video, aber ich hoffe, dass es dann im nächsten besser ist mit der Belichtung. Dann habe ich hier die nächste Seite, hier ist an der Seite eine Riesentasche. Da habe ich dann schon mal Spitzenband geklebt. Dann ist das die nächste Seite, da habe ich... Wie gesagt, hier die große Tasche und hier ist erstmal noch nichts. Die Seite habe ich dann mal in zwei geteilt. Das fand ich ganz schön. Da habe ich hier auch noch nichts gemacht. Und hier habe ich einmal so eine Glitzerseite. Das ist nur Deko. Und hier habe ich eine mit Pastellpapier und das ist aber hier dann eine Tasche. Genau. Auf der nächsten Seite habe ich auch nichts eingebaut an Taschen. Das ist einfach eine Seite. Die habe ich noch nicht angefangen, also generell habe ich ja noch nichts angefangen. Und auf der Seite habe ich dann hier eine Tasche und hier oben eine Tasche. Und da habe ich auch schon mal ein bisschen dekoriert, weil das war auch relativ unsauber gearbeitet. Und da habe ich dann auch schon mal angefangen, das zu kleben.
Und das ist die Rückseite, die ist auch nicht so, wie sie sollte. Da habe ich hier dann das Papier und hier auch eine Tasche. Und hier habe ich auch wieder Band geklebt und da habe ich jetzt endlich noch eine Seite rausgenommen, die ursprünglich aber eigentlich drin war, weil man das irgendwie schlecht schließen kann. Das geht immer noch relativ schwer, aber ja, ich habe jetzt einfach versucht, nochmal Band zu kleben und dann habe ich das mit so einem breiten Band überklebt, damit das ein bisschen schöner aussieht. Finde ich jetzt auch nicht so optimal, aber wenn ich das nachher erstmal dekoriere, dann fällt es, denke ich, gar nicht mehr so extrem auf. Genau, die Rückseite ist einfach schlicht in diesem Blümchenpapier. Den Buchrücken habe ich auch noch nichts gemacht, das kommt alles noch. Aber das erstmal so zum groben Aufbau. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen bis dahin. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ich damit weiter bastel bzw. dekoriere dann. Und am Ende, genau, gibt es nochmal ein extra Video, wo ich euch das nochmal alles in Ruhe zeige. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!